Ziel des heutigen Vortrags für mich ist es, eine Vorstellung Ihnen zu geben, was sind Kurzaktivierungen, was verstehen wir darunter und warum ist es denn auch für die Lehre so besonders interessant? Was sind so die grob übergeordneten Nutzen und Ziele, um dann Ihnen ein Schema auch vorzustellen, das Münchner Aktivierungsschema, das Ihnen dabei helfen soll, passende Aktivierungsmethoden rauszusuchen für Sie, für Ihren Lehrkontext, für Ihren Lehrstil, für Ihre Lehrkultur, weil jeder kommt ja vielleicht aus einem anderen Fachbereich und jeder braucht ein bisschen was anderes. Um dann zu gucken am Schluss, ja, was passt denn für mich und was, ja, welche Aktivierungsmethode möchte ich denn vielleicht in der einen oder anderen Lehrveranstaltung ausprobieren. Ich bin mir den Herausforderungen bewusst, die Dozierende an Universitäten haben. Gerade wenn man irgendwie Weiterbildungsveranstaltungen besucht im hochschuldidaktischen Bereich. Auf der einen Seite lernt man wahnsinnig viel über didaktische Konzepte, über Lehrmethoden, möchte die Studierenden dabei unterstützen im Lernprozess, bei der Reflexion, bei der Wiederholung, beim Austausch. Andererseits hat man natürlich auch nur irgendwie begrenzte Zeit und Möglichkeiten. Man kennt häufig das Phänomen, viel Stoff, wenig Zeit, dann noch didaktisch sinnvoll, viele Methoden. Wie soll man denn das irgendwie alles noch unterbringen? Also ich verstehe die Problematik, sei es in der Vorbereitung wenig Zeit, das kenne ich selber, sei es in der Durchführung, man muss irgendwie die Inhalte durchbringen, dann fehlen einem hier und da noch vielleicht so Ideen, auch gerade so Sachen, wo man sagt, das möchte ich jetzt irgendwie ad hoc immer dabei haben, ohne mir groß vorher irgendwie Gedanken machen zu müssen. Und dann auch so noch das schöne Phänomen, man denkt, jetzt mache ich mal besonders eine schöne Aktivierung und dann sitzt man Studierende vor sich und die vielleicht noch ein bisschen träge sind, eher tendenziell ein bisschen passiv, wie kann man die denn auch aus der Reserve locken? Ein schönes Phänomen ist auch, was mit Aktivierungsmethoden einhergeht, ist, dass vielleicht auch der Eindruck entsteht, das ist ja irgendwie so ein bisschen albern, ich möchte hier jetzt nicht animieren, ich möchte eine seriöse, ernsthafte Vorlesung halten und der Grund ist auch berechtigt, weil in manchen Bereichen vielleicht so diese Energizer oder Aktivierungsspiele als Synonym kursieren und dem kann man natürlich entgegenwirken und ich möchte Sie davon Ideen bekommen für ernsthafte und seriöse Aktivierungsmethoden, die nicht albern sind. Humorvoll, aber nicht albern. Und was ist mein Plan in der nächsten halben Stunde? Ich möchte Ihnen ganz kurz einen theoretischen Hintergrund geben. Was sind so die Ziele und die Nutzen von Aktivierungsmethoden? Also da möchte ich eingehen so auf die Definition und auch Charakteristika von Aktivierungsmethoden. Dann das Aktivierungsschema Ihnen vorstellen, um daraufhin anzugucken, was passt denn für Ihre Lehre, welche Methoden können Sie denn gucken, was für Sie einfach einsatzbar sind, damit Sie mit den Studierenden gut arbeiten können, um dann am Schluss ein Resümee zum Thema Aktivierungsmethoden ziehen zu können. Und dann steigen wir gleich ein in das Thema, was sind Aktivierungsmethoden, was sind so die Definitionen und die besonderen Charakteristika. Und ich habe geguckt im Bereich von den ganzen Definitionen, da schweben, wie ich schon gesagt habe, viele Synonyme rum, das sind so die Energizer oder Aktivierungsspiele, viel mit Spiel verknüpft und ich habe eigentlich im Hochschulkontext keine einheitliche Definition oder überhaupt sehr schwer eine Definition gefunden, was Aktivierungsmethoden ist, weil es ist eine Sonderform von Lehr-Lehr-Methoden, also wo es wirklich nur kurz um Aktivierung auch geht. Und im Bereich Schulpädagogik bin ich dann fündig geworden und da geht es dann darum, dass es so ein pädagogisches Mittel ist und dass es eben die Sonderform ist, kein inhaltlicher Bezug da sein muss. Der kann, aber er ist nicht zwingend notwendig. Da gibt es andere Ziele, die auch verfolgt werden können. Das wird eingesetzt, um Ermüdungserscheinungen entgegenzuwirken, zum Diskutieren zu bringen, um Austausch auch zu fördern. Das sind solche Bereiche, wo ich auch sage, die kann aber auch ganz gut für den Hochschulkontext adaptiert werden. Also eine Definition, mit der ich auch übereinstimme, jetzt eben halt eher aus dem schulpädagogischen Bereich. Das Besondere oder die Charakteristika an Aktivierungsmethoden sind, dass es eben eine Sonderform ist. Also die klassischen im Seminarkontext, die große Diskussionsmethoden, wo man interaktiv mit den Studierenden arbeitet, davon das ist fast schon zu umfangreich oder zu zeitintensiv und brauchen wir auch viel Vorbereitung. Kurzaktivierung geht wirklich kurze Vorbereitungszeit und kurze Zeit in der Durchführung. Im besten Fall kaum Vorbereitungszeit. Und das ist natürlich jetzt für jede Gruppengröße machbar. Klar, manche eignen sich für Großgruppen einen Hauch besser, manche sind vielleicht ein bisschen attraktiver für Seminare, aber grundsätzlich sollte man davon ausgehen, dass alle Aktivierungsmethoden für jede Gruppengröße und jedes Setting geht. Und warum ist es jetzt so wichtig, dass man sich in der Lehre Gedanken macht, das einzusetzen? Was ist so der übergeordnete Nutzen?
Und man kann sagen, dass ein gewisser Grad an Aktivierung auch die Lernqualität fördert. Also je mehr die Studierenden hier und da aus ihrer passiven Rolle rausbekommen, umso besser werden sie eben in dem Lernprozess unterstützt. Und ich finde, um mal zu unterscheiden, welche unterschiedlichen Lernaktivitäten gibt es denn da, wie kann man die denn einteilen? Da gibt es, finde ich, eine sehr gelungene Taxonomie, das sogenannte ICAP-Modell nach Chi, die unterscheiden zwischen verschiedenen Lernaktivitäten. Und da geht es wirklich um Unterscheidung zwischen kognitiven Prozessen und sichtbaren eben Handlungen. Und das Akronym steht für, ich gehe jetzt von zurück, also das Akronym steht für passiv. Dann haben wir das nächste Schritt, das wäre der aktive Bereich. K steht für konstruktiv und I steht für interaktiv. Und man kann schon sehen, je mehr man quasi in die Richtung Interaktivität geht, rein weg vom Passiven, umso mehr kann man den Lernprozess von den Studierenden fördern. Was bedeutet das jetzt konkret im Universitätskontext? Also passiv ist so der klassische frontale Vortrag, Studierenden hören zu. Das muss man natürlich auch erstmal lernen, das ist für Studierende gar nicht so leicht. Aber wenn man quasi nur minimale, kurze Bereiche in den aktiven Bereich geht, umso lernförderlicher ist es schon. Und da knüpfen schon die Aktivierungsmethoden an. Aktiv ist es auch wirklich, wenn ich den Studierenden eine Aufgabe gebe, machen sie sich eine kurze Notiz, beantworten sie eine Frage und schon bin ich in einem aktiven Prozess drin. Also ich bin involviert und ich kann etwas tun. Weil viele denken immer, boah, ich muss aktivieren, da muss ich austauschen, da müssen die Studierenden interagieren. Nein, das muss es manchmal gar nicht sein. Also so ein Müh an Aktivität reicht schon teilweise aus. Also man muss sich gar nicht manchmal so viel vornehmen. Gerade wenn man neu in das Thema ist und das ausprobieren will, rate ich eher davon ab zu ganz großen, komplizierten Methoden, weil es dann eher so ist, dass man einen Überblick verliert und gar nicht mehr damit zurechtkommt. Das nächste ist das Konstruktive, da geht es dann eher schon so um kreierende Prozesse. Ganz klassisches Beispiel, die Aufgabe wäre aus dem letzten Themengebiet, eine Mindmap zu erstellen. Da muss ich Zusammenhänge mehr arbeiten, da muss ich Wissen kombinieren und konstruieren. Und das ist schon eher so ein konstruktiver Prozess. Und der letzte ist der Austausch untereinander, kollaborative, kreierende Prozesse. Das ist natürlich so der lernförderlichste, aber die Frage ist wiederum, brauchen Sie das wirklich und brauchen das Ihre Studierenden? Und es hängt eng zusammen mit der Prüfung. Was müssen die Studierenden lernen? Geht es jetzt danach um Multiple-Choice-Frage, dann ist es natürlich, kann man sagen, ausreichend, wenn man sagt, ich arbeite aktiv was und versuche konstruktive Prozesse anzuregen, aber manchmal ist dann ein großer interaktiver Austausch gar nicht notwendig. Und das reduziert in dem Fall auch so die Widerstände von den Studierenden, weil sie sagen, warum muss ich denn jetzt hier interaktiv alles erarbeiten? Ich muss für meine Prüfung lernen und schon sind sie bereitwilliger damit, aktiv beizutreten. Andersrum in einem Seminar, wenn man sagt, ich muss irgendwie kritisches Denken fördern, dann muss ich aber ihnen auch helfen, sich auszutauschen und Interaktivität fördern. Da geht es natürlich in eine intensivere Richtung, kommt ganz drauf an. Also, wie ich schon gerade gesagt habe, Interaktivitäten sind natürlich lernförderlicher als konstruktive, konstruktive besser als aktive. Aber alle drei Bereiche sind erstmal besser als reines passives Zuhören. Und das finde ich übergeordnet einen sehr wichtigen Punkt. Als Dozierende muss man sich dann eben klar sein, ich muss gucken, dass ich schaue, wie ist meine Lehrsituation ausgerichtet, nach welcher Prüfungsform, was brauchen meine Studierenden, passende Methoden eben auswählen und das auch initiieren. Man kann nicht davon ausgehen, dass Studierende sich alleine aktivieren. Also das wäre so eine schöne Vorstellung, aber in Lehrveranstaltungen muss man ihnen dabei helfen und eben auch gucken, dass man minimale Einheiten plant. Um jetzt genau nochmal einzusteigen in die Ziele nur speziell von Aktivierungsmethoden, darf ich Ihnen jetzt so die vier zentralen Ziele vorstellen, die Aktivierungsmethoden mit sich bringen. Und das erste ist, das ist die Förderung der Behaltensleistung. Man muss sich vorstellen, dass Aktivierungsmethoden, je mehr man Wiederholungen mit einbaut, umso mehr werden eben die Wissenselemente aktiviert und je mehr kann ich sie auch abrufen. Und es ist ein Lernen in unterschiedlichen Kontexten, Lernen auf unterschiedliche Art und Weise. Also dieses situierte Lernen wird unterstützt durch eben Aktivierungsmethoden und dadurch kann der Behaltensprozess gefördert werden. Das nächste ist die Lernmotivation. Allein die Durchführung von Aktivierungsmethoden kann die Motivation und das Einstellung zum Thema fördern. Wenn ich eine positive Einstellung zu einem Thema habe, ist es ja enorm. Das ist super für den Lernprozess. Und das Schöne ist auch, durch die
Einführung von Aktivierungsmethoden, gerade wenn ich jetzt sage, die Studierenden tauschen sich untereinander aus. Es gibt so ein soziales Grundbedürfnis an sozialer Eingebundenheit. Also es soll nicht immer so eine anonyme Masse sein. Hier und da möchten die Studierenden anonym für sich lernen, alleine lernen, aber so ein sozialer Austausch ist durchaus förderlich. Es ist ein Grundbedürfnis nach Deasy und Ryan, die sagen, da wird auch Lernmotivation gefördert. Und wenn ich das minimal den Studierenden Hilfestellungen gebe, umso schöner ist es natürlich auch. Was gibt es denn Schöneres als motivierte Studierende? Und der dritte Punkt, und der darf nicht unterschätzt werden, sind die Lernpausen. Wir sagen, Lernpausen, da lernt man ja nichts. Nein, im Gegenteil, da wird genau das verarbeitet, was man gerade irgendwie gelernt oder verarbeitet hat. Und der erste Punkt ist das verteilte Lernen. In der Metastudie wurde eben festgestellt, dass es von diesem am Stück 8 Stunden Lernen gar nicht so effektiv ist. Das ist viel zu komplex und man braucht um Ermüdungsentscheidungen entgegenzuwirken, aber auch wieder um Konzentration zu fördern, verteiltes Lernen, also Lernen in Blöcken. Und man sagt sogar irgendwie so nach 20, 30 Minuten, wenn man einer Vorlesung zuhört, müsste eine kurze Aktivierung oder eine Pause kommen, damit ich wieder aufnahmefähig bin. Jetzt Klassiker 90 Minuten, Frontal, Vortragsunterricht, das ist wahnsinnig schwer zuzuhören. Und wenn da nach einer halben Stunde schon eine kurze Aktivierung kommt, umso mehr kann man die Studierenden einfach fördern. Und das Spannende ist der nicht intentionale Lernen, das unabsichtliche Lernen. Meine Kollegin hat ihre Dissertation zum nicht intentionalen Lernprozessen geschrieben und hat geguckt, was passiert denn da eigentlich? Und es ist sehr, sehr spannend. Kennen Sie vielleicht auch, Sie lernen was oder beschäftigen intensiv mit dem Thema, dann sind Sie vielleicht blockiert. Dann machen Sie was komplett anderes, gehen irgendwie einkaufen und auf einmal vorm, weiß ich nicht, Nudelregal fällt Ihnen was zum Lernstoff ein. Und Sie haben sich aktiv gerade nicht damit beschäftigt. Und das sind Anhaltspunkte, dass genau in diesen Lernprozessen ganz viel passiert. Und auch viele Einsichten, sogenannte Insights, passieren manchen Leuten, wenn sie Sport machen, auch wenn sie sich gerade aktiv nicht damit beschäftigen. Und deswegen ist es nicht außer Sicht zu setzen, dass gerade auch Lernpausen interessant sind. Studierenden hat sie auch eine Umfrage gemacht, wann fällt ihnen was zur Vorlesung ein? Und dann war genau in anderen Vorlesungen, wo sie vielleicht über was anderes nachgedacht haben, ist ihnen irgendwas aufgeploppt. Also sie waren leicht gedanklich aktiv, aber halt jetzt nicht so dieses sture Auswendiglernen, waren leicht aktiv und dann ist ihnen was zum Lernstoff eingefallen. Also durchaus kann man Lernpausen unterstützen und fördern und im Gegenteil, das frisst manchmal vielleicht 1 oder 2 Minuten Zeit von der Vorlesung, aber es kann durchaus lernförderlich sein. Und das Letzte ist die Aufmerksamkeit und Konzentration, was ich gerade schon angesprochen habe. Ich kenne die Universität, diese ganzen Inputphasen, die können viel Kapazität von den Studierenden rauben. Es ist manchmal wahnsinnig anstrengend, vielleicht kennen Sie es selber, jemandem über längere Zeit zuzuhören in Konferenzen oder in anderen Bereichen, ist manchmal gar nicht mehr so leicht. Und da braucht man eine kurze Pause, um wieder aufmerksam und konzentriert zu sein. Und man redet auch davon, wenn man zu viel Kapazität aufbraucht, ist es einfach eine Überlastung, eine kognitive Belastung. Und dazu kann man mit Aktivierungsmethoden entgegenwirken. Und das Lernen wird dadurch effektiver. Es wurde festgestellt, wenn man quasi dieses ganze Wissen auf einen Schlag oder in einem gewissen Zeitraum versucht zu lernen, ist das Lernen weniger effektiv. Also ich finde, das sind 4 sehr wichtige und zentrale Punkte, dass man sich mal in Erinnerung ruft, warum Lernaktivitäten einfach so einen schönen Effekt oder Ziel haben, nutzen in Lernveranstaltungen und die dann auch eben explizit implementiert. Was ich Ihnen jetzt vorstellen möchte, ist das Münchner Aktivierungsmodell. Warum München? Weil wir das in München eben entwickelt haben und weil es irgendwie auch so ein schöner, runder Name ist. Was ist so das Ziel von dem Aktivierungsmodell? Also jeder braucht ja so ein bisschen andere Aktivierungsmethoden. Jeder hat so einen anderen, unterschiedlichen Lehrstil, muss einfach gucken, was zu einem passt. Und das Modell haben wir nach 2 Dimensionen geordnet und das sind die Dimensionen Inhaltsnähe und Ernsthaftigkeit. Auch, dass wir so diesem Gerücht entgegenwirken, alle Aktivierungsmethoden sind nur albern. Es gibt welche, die sind einfach lustig, die machen Spaß, aber wenn es mir nicht passt, dann muss ich sie ja nicht anwenden, das ist ja kein Problem. Und die haben die Extreme inhaltsnah und inhaltsfern und die Ernsthaftigkeit eben ernsthaft und humorvoll. Was bedeutet jetzt Inhaltsnähe und Inhaltsferne? Also man kann sagen inhaltsnah. Das beinhaltet wirklich den Lerninhalt. Das hat so das Ziel, die Behaltensleistung zu fördern. Die Inhaltsferne, die hat jetzt keinen Zusammenhang mit mehr Lerninhalt. Die dient einfach einem anderen Ziel der Auflockerung. Vielleicht auch einfach mal dem Spaß. Also es ist ja auch in Lehrveranstaltungen manchmal durchaus schön mit Studierenden was Lustiges zu machen.
ernsthafte Methoden, die dienen zur Wiederholung, zur Konzentration, zur Aufmerksamkeit. Und der dritte Bereich, die humorvollen, die sind einfach wirklich, wenn man sagt, man hat jetzt irgendwie eine Blockveranstaltung von 8 Stunden und nach einem schönen Mittagstief macht man mal was komplett anderes. Dazu sind genau diese Aktivierungsmethoden da. Ich habe es aber auch schon in Vorlesungen gemacht. Geht auch. Und wenn wir jetzt die 4 Bereiche anschauen, dann ist das jetzt unser Schema. Es ist nach 2 Dimensionen aufgeteilt. Sie sehen hier die Dimension Inhaltsnähe und die Ernsthaftigkeit. Und dann entstehen 4 Quadranten. Und wir haben jetzt geguckt, welche Aktivierungsmethoden gibt es denn jetzt und wo in diesen 4 Quadranten kann ich die denn jetzt einordnen. Weil wenn Sie sagen, mir ist es wichtig, dass einfach in der Vorlesung die Behaltensleistung gefördert wird, dann gucken Sie einfach in den Quadranten, also jeder Quadrant und hat diese verschiedenen Ziele, wenn ich das jetzt noch mal kurz sage. Wenn man sagt, das ist jetzt die Behaltensleistung eher im inhaltsnahen, ernsthaften Bereich, Lernmotivation ist eher inhaltsnah, humorvoll, dann der Spaß und die Pause ist natürlich in dem inhaltsfernen und humorvollen Bereich und im 4. Quadranten ist die Förderung der Aufmerksamkeit und Konzentration. Und Sie müssen jetzt einfach gucken, welches Ziel verfolgen Sie, was möchten Sie und was suchen Sie sich aus. Um Ihnen Beispiele zu geben, ich mache jetzt ein exemplarisches Beispiel pro Quadranten durch. Wer dafür mehr interessiert, ich habe natürlich das ganze Aktivierungsschema mit dabei. Also Sie können es gerne danach haben mit einer Masse von Methoden. Sie werden danach ganz viel aktivieren können. Also aus dem 1. Quadranten kann man sagen, das sind so die Bereiche, die man auch schön in Großgruppen anwenden kann. Zum Beispiel das One-Minute Paper oder die Plus-Minus-Fragen oder Klausurfragen stellen lassen. Das sind Möglichkeiten, die man eben im ernsthaften Bereich machen kann. Also zum Beispiel das One-Minute Paper wäre so die Möglichkeit, jeder nimmt ein Blatt Papier, einen Stift, ganz wichtig, dass es handschriftlich ist. Das ist auch nochmal lernförderlicher, als wenn man es irgendwie in den Computer reintippt. Die Aufgabe wäre dann zu sagen, was ist ein Aspekt, den ich von der Vorlesung verstanden habe, welche Fragestellung ist noch offen und die Studierenden machen sich dann Notizen. 1 Minute, auch die Zeit ruhig gerne vorgeben, dann sind die Studierenden ein bisschen unter Druck und fokussieren sich das auf diese eine Frage. Sie können die Fragen danach einsammeln oder sagen, bringen Sie die Fragen nächstes Mal mit, die nehmen wir als Wiederholungsaufgabe und schon haben Sie für die nächste Veranstaltung schon die nächste Aktivierung geplant. Also nutzen Sie auch die Fragen der Studierenden als Ressource, die haben keinen Vorbereitungsaufwand. Das finde ich immer das Allerschönste, wenn man irgendwelche Quiz oder sonst irgendwas vorbereitet. Die Studierenden generieren die Fragen, ich sammle ein und habe die nächsten Stunden eine Quiz, das ist wunderbar. Der nächste Bereich wäre hier so der inhaltsnah humorvolle Bereich. Da geht alles, was in Richtung Quiz zum Beispiel zugeht. Die Studierenden machen das manchmal sehr gerne, so ein kleiner Wettkampfcharakter. Also ich habe ein Beispiel von einem Dozierenden, seine Vorlesung war am Freitagnachmittag um 16 bis 18 Uhr. Also die Motivation war manchmal nicht so da und es war einfach ein bisschen schwierig. Und was er implementiert hat, war dieses Wer wird Millionär? Und hat dann am Schluss 2, 3 Folien mit dem Quiz reingeführt und das Resultat war, dass die Studierenden auf dieses Quiz fast begeistert mitgelernt haben. Also manchmal muss es gar nicht viel mehr sein. Er hatte dann Mord-Sound, Animationseffekte. Kann man sich überlegen, ob man das machen möchte, aber es hatte durchaus einen schönen Effekt. Der Bereich muss man sich damit wohlfühlen. Es ist so, wie gesagt, nach einem Mittagstief kann man gucken, inwieweit man das einsetzt. Da gibt es verschiedene Sachen, die man machen kann. Was weiß ich, man wirft einen Ball und jeder beantwortet irgendwie eine persönliche Frage. Oder auch so das PowerPoint-Karaoke wäre eine Möglichkeit. Man schmeißt alle Folien wild durcheinander und die Studierenden dürfen einfach mal improvisieren und gucken, was sie aus den Folien machen. Muss man schauen, was man dazu machen möchte. Jegliche Klatschübungen habe ich auch aus internationalen Kontexten schon viel gehört, dass das verbreitet ist, finde ich persönlich sehr spannend. Kann man natürlich auch machen. Und der letzte Bereich, das ist wirklich so, sagt man, eine kurze Entspannung. 1 Minute, schließen Sie mal die Augen, lassen Sie einfach mal alles sacken, Powernapping oder wenn man sagt, ich merke, es ist ein bisschen Unruhe, Freewriting wäre so eine Methode. Schreiben Sie mal einfach alles auf, was Ihnen gerade durch den Kopf durchgeht, alles aus der Seele schreiben, das ist manchmal furchtbar befreiend, auch wenn es die Einkaufsliste ist, damit sich die Studierenden danach wieder auf den Inhalt konzentrieren können. Wann passt denn jetzt welche Methode am besten zu Ihnen? Und das wäre der 3. Punkt, den ich mit Ihnen ansprechen möchte. Auf was muss man denn achten? Und ich finde, da sind wieder so 3 Punkte wichtig, die Sie bedenken müssen, damit die Methode auch funktioniert und auch für Sie funktioniert, aber auch mit Ihren Studierenden. Und das Erste, auf was ich finde, was man immer achten muss, was bin ich denn für ein Typ? Welchen Lehrstil habe ich denn? Welche Veranstaltung habe ich denn auch? Und
Ganz wichtig ist, dass man nicht versucht, sich irgendwie was anzueignen, was nicht zu einem passt, weil so, wenn man dann nicht natürlich oder authentisch wirkt, ist es sehr komisch und fast schon störend, auch ja, bloß nichts aneignen, was ihnen nicht gefällt oder wo sie sich nicht wohlfühlen. Dann auch so das Thema Einstellung und Haltung reflektieren. Wenn Sie sagen, hier und da Methode stehe ich kritisch gegenüber, bitte wenden Sie es nicht an. Es wird sich widerspiegeln und Sie haben mehr Widerstände mit den Studierenden. Also das hat keinen Effekt. Und dann auch das Thema Erfahrung. Also ich habe viele Methoden ausprobiert, aber auch, wo ich sage, Mensch, wenn ich das Neueste mal mache, nehme ich vielleicht eine Gruppe, wo ich mich eher auskenne. Aber auch wenn ich noch nie eine Aktivierungsmethode angewendet habe, würde ich eher eine nehmen, die inhaltsnäher ist und vielleicht ein bisschen ernsthafter, weil dann vielleicht es einfacher ist, bei den Studierenden zu implementieren. Also schauen Sie wirklich, wie fühle ich mich wohl und wann kann ich mich trauen, eine Methode anzuwenden. Das nächste ist auch der Lehrinhalt. Was gibt welche Methode vor? Also was sind so wirklich die Lernziele und der fachliche Kontext? Und wie soll die Prüfung danach auch ausgerichtet werden? Wenn Sie viel machen zum Thema, die Studierenden müssen danach eine Prüfung beantworten, mit Multiple Choice zum Beispiel, dann würde ich einfach empfehlen, auch viele Interaktionen mit Wiederholung zu machen. Das hilft den Studierenden ungemein. Und das Letzte ist auch so die Fachkultur. Ich weiß, es gibt verschiedene Fachrichtungen, da ist einfach irgendwie so ein frontaler Lehrstil vorherrschend und da ist es weniger implementiert, dass man interaktiv mit den Studierenden arbeitet. Das kann gut auch sein. Man muss gucken, wo man sich wohlfühlt oder dass man jetzt nicht irgendwie komplette Widerstände auch aus dem Fachbereich hat, also schauen, was sie macht. Manchmal ist es aber auch so, wenn man dann was ausprobiert, was man vorher noch nie gemacht hat, kann es total positive Nebeneffekte haben. Also ich hatte zum Beispiel mal eine Gruppe von Maschinenbauern, die eher Frontalunterricht gewohnt waren, habe ich was Aktivierendes eingebaut und die waren total erleichtert danach, weil sie gesagt haben, jetzt können wir mal satzen lassen und wiederholen. Ne? Also auch wenn es nicht in der Fachkultur vorherrscht, überlegen Sie sich, ob Sie sich trauen. Welches Resümee kann man denn jetzt zum Thema Aktivierungsmethoden ziehen? Also, ich finde, es ist nach längeren Inputphasen sehr, sehr wichtig, eine Aktivierungsmethode einzubeziehen, weil es einfach unterschiedliche Ziele verfolgt. Es unterstützt den Aktivierungsgrad. Man ist allein dadurch in die minimale Einheit schon in einem aktiveren Bereich. Man fördert die Verhaltensleistung, die Aufmerksamkeit, Lernpausen, Lernmotivation. Gucken Sie, was zu Ihnen passt. Suchen Sie sich raus, welche Aktivierungsmethode für Sie zielführend oder auch hilfestellend ist und je nach Lehrstil, Lehrinhalt und Lehrkultur, den berücksichtigen. Und wenn Sie dann die passende Methode gefunden haben, suchen Sie sich zwei raus oder drei raus, die immer zu Ihnen passt, die ad hoc geht, kann nicht schief gehen und dann wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Aktivieren. Dankeschön.